Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem, naja, was soll ich sagen, zu einem kleinen Finale vorerst. Denn ich werde aufgrund gewisser Umstände das kleine Let's Show, wie gesagt, ich wollte ja nur ein kleines Let's Show machen, nicht unbedingt mehr als 10 Parts oder so, werde ich jetzt noch eine abschließende Folge machen und dann werde ich mich wieder einem anderen Projekt zuwenden. Ich werde vielleicht auch demnächst oder mehr oder weniger, kommt auf die Anfrage drauf an, also auf euch, beziehungsweise dich, je nachdem. Wenn ihr wollt, nehme ich gern noch ein paar Videos auf. Ich mache jetzt noch ein Video mit Flugzeugen. Vielleicht klappt es ja schön. Und ja, dementsprechend würde ich sagen, starten wir auch gleich los. Und zwar, es gibt gute Neuigkeiten. Ich weiß nicht genau, wann die Folge jetzt hier rauskommt. Ich denke mal wahrscheinlich eher morgen. Und laut Quellen soll heute im Laufe des Tages Minecraft für die PS4 rauskommen. Und damit habe ich ja wahrscheinlich schon erstmal eine Menge zu tun. Allein schon, weil ich erstmal gucken muss, wie das mit Speicherstand übertragen ist und so weiter und so fort. Und ja, einfach mal so. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Es wird richtig cool. So, und heute ging es richtig flott. Wir sind sofort drin. Okay, wir nehmen gleich mal unseren besten Flieger zuerst. Der hält zwar nie am längsten, aber egal. So. Ich glaube, die Map kenne ich gar nicht, oder? Ich weiß nicht. Ich müsste mir jetzt ja mal von oben angucken. Dann wüsste ich Bescheid. Top of the World. Doch, ich glaube, das sagt mir was. Ja. Ah, ja, doch, die Map kenne ich. Hui. So. Ja, was machen wir denn da zuerst? Ach ja, genau, das war das mit die Landungsboote und die Panzer und so. Ja. Das erinnere ich mich. Ich glaube, ich werde denen ihre Invasion da unten vielleicht ein bisschen stoppen. Was haben wir denn da vorne? Da haben wir Flieger. Noch mehr Flieger. Das Spitfire. Oh. Das werden wir schon hinkriegen. Ich denke mal, ich werde den da vorne mal abfangen oder den da runterholen. Ja, ist jetzt blöd. Ich sehe, dass unsere Hauptflotte gerade ziemlich verstreut ist. Ich glaube, ich krall mir einfach den da. Obwohl, warte mal, ich kriege gerade von vorne Besuch, sehe ich. Da, der da. Ach, leck mich doch. Blöder Penner. Entschuldigt meine Kraftausdrücke, aber da meinte wieder einer, er müsste mich jetzt unbedingt aufs Korn. Ja, nee, ist klar. So, jetzt habe ich natürlich wieder zwei von diesen Pennern da. Anus. Stimmt's? Ja, überlastet ich das. Uah. Weg ist es. Na, komm schon. Nein! Sag mal, was hat denn. Der hat doch bestimmt wieder diesen komischen Russenflieger. Ah! Nein! Verdammt. Sag mal, ja, ich hab's gewusst! Immer dieses Geräusch, dieses helle Schussgeräusch, was ihr da manchmal hört. Das ist so eine ganz komische Kanone, ey. Die zerfetzt dein Flugzeug schneller als dir lieb ist. Deswegen. Wenn du irgendwie dieses Flugzeug siehst, halt dich vielleicht bedeckt oder du hast ein sehr wendiges Flugzeug, dann ist gut. Aber das war jetzt echt übertrieben. Okay. Wir müssen jetzt. Da vorne sind lauter Gegnerflugzeuge. Ich habe hier keinen Verbündeten. Was soll ich denn da machen? Da ist einer. Wow. Ein Verbündeter da oben. Zwei. Guck mal, die kommen direkt auf mich zu. Seht ihr das? Das sind diese voll auf Abfangkurs. Nö. Das ist mir viel zu doof. Vielleicht, wenn ich mit dem anderen zusammenhalte. Das ist mir voll unangenehm hier. Ah, den kriege ich. Mein Flieger ist schneller als seine. Und ich gehe jetzt auf Abfangkurs. Ja, ich bin auf Abfangkurs und
Feuer. Ja, genau, ich drehe noch ein bisschen bei, dann kann ich mich viel besser treffen. So ist gut. Jetzt muss ich erstmal nachladen. Oh oh. Abtauchen und genau und hoch. Da ist der nächste. Und Feuer. Regel beim Luftkampf, fixiere dich nicht in einer Massenschlacht auf ein Ziel, sondern versuch's einfach jedem Ziel, das da rumfliegt, mal eine Salve reinzudonnern. Weil die Chance ist groß, dass sie sich gegenseitig vom Himmel rammen und du dann einen Kill kassiert kriegst. Aber ich habe, glaube ich, gerade irgendwas am Arsch und mein Heckruder will nicht mehr, so wie ich es will. Ja. Ich kann gerade nichts machen. Und mein Sprit leckt aus. Ich glaub's nicht. Okay. Ach, ey. Schaut's euch an. 1, 2, 3, 4 Stück. Ich weiß, für eine finale Runde ist es jetzt nicht so prickelnd. Gebe ich ja zu. Aber ich habe schon ein paar Mal gesagt, das Spiel ist ziemlich schwer. Vor allem, man muss wirklich eigentlich mit seinem Team spielen. Und da ich hier eigentlich mehr so der Solo-Flieger bin, ist das gerade echt schwierig. Aber gut, den letzten Flieger versuche ich jetzt rauszuzögern, damit es für die Folge komplett reicht. Und dementsprechend gehen wir jetzt auf Angriff. Ach, guckt euch das an, wie viele Gegnerflugzeuge da unten sind. Ey, das ist doch nicht mehr normal. Was soll ich denn da machen? Ich kann nicht alle abschießen. Ich bin froh, wenn ich einen treffe. Jetzt bin ich erstmal überlastet. Was ist denn der? War doch gerade einer was. Das gibt's nicht, da hat mich wieder. Hat mich wieder mit einem Schuss hinten alles zerstört und meine. Da kommt er schon. Mensch, lasst mich in Frieden. Alter. So gut. Ach, ja, nee, ist klar. So, jetzt seht ihr auch mal, wie das Flugzeug komplett... Ja, lol. Ich lebe noch. Mein Flugzeug ist gelandet. Wow, da ist gerade ein Haus eingestürzt. Ich weiß nicht, ob man es jetzt vielleicht noch sieht. Oh, das war jetzt echt nicht so toll. Das war wirklich bitter. Diese beschämende Runde, entschuldige ich mich. Da konnte ich euch nochmal kurz zeigen, wie er da ein paar Bomben abschmeißt. Da, das ist doch einer dieser Russenflieger. Das ist doch genau das, was ich meinte. Ich folge dem mal kurz, ich will mal sehen, wie der schießt. Ich habe mir das noch nie angeguckt. Guck, und schon hat er abgeschossen. Habt ihr das gesehen, wie schnell das ging? Wahnsinn, oder? Ich weiß nicht, was das für eine komische Kanone ist. Wenn ihr es wisst, schreibt es in die Kommentare. Auf jeden Fall finde ich es ein bisschen... Ah, ich overpowered. Lol, der ist doch jetzt gerade voll gegen den Berg gestürzt, oder nicht? Ja, ist er. Ja, dann nützt auch die dickste Kanone nicht. Nun gut, wie gesagt, ich gehe erstmal zurück zum Hangar. Das war ja wirklich eine sehr beschämende Runde, das gebe ich zu. Das war wirklich sehr beschämend. Aber ich habe da gerade noch was gelesen. Vielleicht nehme ich das noch als Special. Da oben steht, nimm ein Duell zwischen Panzerkampfwagen 4 und T-28 Teil. Und ich glaube, das mache ich jetzt noch im nächsten Part. Einfach nur mal als Bonus.
noch hinten dran. Dann wird der nächste Part halt der Finale. Aber wie gesagt, ich mache dann erstmal eine Pause von War Thunder, weil ich wollte es euch nur mal zeigen, so wie ein paar Runden ablaufen und halt wie das Spiel halt einfach mal so ist, quasi. Wenn ihr mal öfter mal eine Runde sehen wollt oder mal eine Runde mit mir spielen wollt oder so und mal, dass ich das aufnehme nebenbei oder so, gar kein Problem, sagt mir nur Bescheid, wie gesagt. Ihr könnt mir gerne jederzeit in die Kommentare schreiben. Ich freue mich nämlich immer. Ach ja. So, ich lese mir das mal kurz da oben durch, weil da muss man wahrscheinlich klicke hier für Infos. Oh, das ist wieder so Internetseiten-Dingsi. Ich glaube, ich guck mal da oben auf die Ereignisse. Schlacht um Wake Island. Battlefield-Spieler wissen genau, wer das ist, welche Insel das ist. Belagerung von Malta. BF101, BF109, F2. Ah, perfekt, oder? Die nehmen wir doch. Die mache ich noch. Weil das mit dem Panzer, das ist abgelaufen, war 29. August. Tut mir leid. Okay, dann mache ich das hier dann im nächsten Part, den ich wahrscheinlich dann jetzt gleich aufnehmen werde. Bis dahin sage ich euch trotzdem schon mal danke fürs Zuschauen. Und wir sehen uns gleich oder morgen, je nachdem, wann ihr euch die Folge angucken wollt, im anderen Part. Also bis dahin, Servus.